Und die Frau, die jetzt kommt, die ich ankündigen darf, die wir ankündigen dürfen, jetzt stehen wir wieder gemeinsam auf der Bühne, ist keine Künstlerin im eigentlichen Sinne. Sie ist Umwelthistorikerin, forscht an der Universität Klagenfurt und war Österreichs Wissenschaftlerin des Jahres 2013. Und sie wird jetzt einen Bogen schlagen aus den ernsten Zeiten, in denen wir doch leben, hin zur Notwendigkeit der Kunst, die gerade in solch ernsten Zeiten unendlich wichtig ist. Begrüßen Sie bitte mit uns unsere heutige Festrednerin, Verena Winiwata. Herzlichen Dank dafür, dass Sie mich eingeladen haben, lieber Herr Landesrat. Herzlichen Dank an das Team, das mich so nett betreut hat. Und herzliche Gratulation allen PreisträgerInnen. Ich hoffe, dass meine Wertschätzung Ihrer Arbeit auch in meinen Worten zum Ausdruck kommen wird. Meine Rede könnte den Titel tragen von der Notwendigkeit der Fantasie für die Rettung der Menschheit. Ich habe ihr einen anderen Titel gegeben, um sie ein bisschen mehr in meine Disziplin hinein zu sortieren. Sie heißt Vom Anfang und Ende des Zeitalters der Menschen. Und sie besteht aus mehreren Bausteinen, in denen ich keinen Unterschied mache zwischen Wissenschaft, Kunst und Unterhaltung. Und das, meine Damen und Herren, ist Absicht. Denn manche dieser Unterschiede sind Denkhindernisse. Der britische Autor Douglas Adams erzählte 1980 in der mehrbändigen Science-Fiction-Reihe Per Anhalter durch die Galaxis, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, vom Restaurant am Ende des Universums. Milliways, das ist das Originelle daran, liegt am zeitlichen Ende des Universums, knapp vor dem Untergang. Wenn es jemandem möglich wäre, heute auch nur einen einzigen Cent auf ein Konto bei Milliways einzuzahlen, dann hätte er bis zum Untergang des Universums nach ein paar Milliarden Jahren genug angespart, um opulent zu essen und zu trinken und dabei aus den Panoramafenstern das dramatische Ende des Universums anzuschauen. Adams hat damit eine Abrechnung geliefert, eine ironische Abrechnung mit einer Unterhaltungskultur, die alles, inklusive dem Weltuntergang, als Zeitvertreib und Nervenkitzel zu betrachten imstande ist. Aber er nimmt dabei implizit an, dass es auch am Ende des Universums noch Menschen gibt. Das war 1980. 2003 publizierten Manfred Hamm und der kürzlich tragisch verstorbene Umwelthistoriker Rolf-Peter Sieferle den Fotoband »Die antiken Städten von morgen – Ruinen des Industriezeitalters«. Und Alan Weismans Buch »Die Welt ohne uns – Reise über eine unbevölkerte Erde« erschien 2007. Im Gegensatz zu früheren Dystopien, Sie erinnern sich an 1984 oder Schöne neue Welt, geht es in diesen beiden Werken um eine Erde ohne Menschen. Und der mit Charlton Heston 1973 in die Kinos gekommene Film, der auf Englisch Soylent Green hieß und unter einem verrückten deutschen Titel, nämlich Jahr 2022, die überleben wollen, eine Science-Fiction-Welt mit Menschen thematisierte, der liegt da dazwischen. Denn der Plot von Soylent Green ist,
Das ist die wesentliche Nahrung, von der alle leben. Soylent Green, das klingt so nach Soja und Linsen. Aber was ist es? Es ist Ausdruck der Selbstkannibalisierung der Menschheit. Es ist Menschenfleisch. Jüngst ist es zu einer interessanten Grenzüberschreitung gekommen. Die Wissenschaftler Naomi Oreskes und Eric Conway haben, nachdem sie jahrelang wissenschaftlich über Probleme des Klimawandels und Probleme der endlichen Erdressourcen publiziert haben und damit erstaunlich wenig Widerhall bekommen haben, sich entschlossen, einen Roman zu schreiben. Sie schreiben aus ihrer Erkenntnis heraus, dass eine Welt, die auf fossil-nuklearer Energiegrundlage beruht, nicht dauerhaft möglich ist, eine Zukunftsvision. Und ich zitiere aus dem Geleitwort: Unser Zukunftshistoriker, der in der Zweiten Volksrepublik China lebt, schildert hier die Ereignisse des penumbrischen Zeitalters, des Zeitalters des Halbschattens. Dieses Zeitalter geht von 1988 bis 2093 immerhin. Und an dessen Ende steht schließlich der große Kollaps. Lassen Sie mich jetzt von der Populärkultur und ihrem wissenschaftlichen Ausläufer hin zur Wissenschaft blicken. Die Internationale Geologische Gesellschaft hat eine eigene Kommission zur Stratigraphie des Quartärs, das ist das Erdzeitalter, in dem wir derzeit leben. Und dort wird hingebungsvoll und mit vielen, vielen Daten darüber diskutiert, wann das Zeitalter der Menschen, das geologische Zeitalter der Menschen angefangen hat, das Anthropozän. An welchen Spuren in den Sedimenten würden wir denn als Geologinnen der Zukunft erkennen, dass hier Menschen gelebt haben? Wann sind die Menschen zu einer geologischen Kraft geworden? Das sind zweifellos wichtige Fragen und die Antworten gehen von Entwicklung der Landwirtschaft bis über industrielle Revolution 1850. Und für jedes dieser Anfangsdaten gibt es gute Argumente. Ich möchte hier heute einen anderen Gedanken aufgreifen, nämlich den, dass das Anthropozän sich in unsere Körper eingeschrieben hat. Viele von uns, alle diejenigen, die zwischen 1945 und etwa 1965 geboren sind, haben Post-Bomb-Bodies. Körper nach der Bombe. Aufgrund der oberirdischen Atomwaffentests haben sie höhere Konzentrationen eines radioaktiven Kohlenstoffisotops C14 im Zahnschmelz als alle Menschen, die früher gelebt haben. Das Anthropozän, das Zeitalter der Menschen, hat die Menschen gezeichnet. Als Mensch, als Mutter, als Lehrende an einer Universität, die viel mit jungen Menschen zu tun hat, interessiert mich der Beginn des Anthropozäns weit weniger als die Verhinderung seines Endes durch Aussterben der Menschen. Es wäre, so meine ich, erfreulich, wenn das Anthropozän nicht auf diese Weise endete. Und dafür bedarf es kollektiver Handlungsfähigkeit. Bedarf seiner Gesellschaft, die gegenüber den heimtückischen Problemen, die sie geschaffen hat, nicht kapituliert, sondern aushandelt, wie damit bestmöglich umgegangen werden kann. Die Lage ist ernst, nicht nur was den Klimawandel angeht. Wir überschreiten viele Grenzen des Planeten, die Versiegelung, die Erosion und Vergiftung von Böden, die massiven Eingriffe, die wir in die natürlichen Kreisläufe unternehmen, das dramatische Artensterben, das wir verursachen und die Versauerung der Ozeane sind besorgniserregend. Alles, alles, was getan werden kann, sollte ja, muss getan werden, wenn wir das Ende des Anthropozäns
hinauszögern wollen. Doch worauf könnten wir bauen bei diesem dringend notwendigen Tun? Der Philosoph Günther Anders hat 1956 in seinem epochalen Werk von der Antiquiertheit des Menschen eine Diagnose angeboten. Er sprach von einem Mangel an Fantasie. Das Vermögen der Menschen, etwas herzustellen, sagt er, ist ungleich größer als das Vermögen, sich dann auch vorzustellen, welche Konsequenzen dieses Herstellen hat. Wir können die Bombe bauen, aber wir sind nicht imstande, uns vorzustellen, welche Konsequenzen mit ihr verbunden sind. Er nannte das Apokalypse-Blindheit. Und vielleicht werden spätere Generationen die Fantasie der von mir eingangs erwähnten Autoren und Filmemacher als wichtige Pionierleistungen der Überwindung von Apokalypse-Blindheit betrachten. Ein zweiter, viel zu wenig bekannter Denker, Cornelius Castoriadis, ein griechisch-französischer Philosoph und Psychoanalytiker, liefert auch einen Baustein auf dem Weg, auf den ich mit Ihnen hier gehen möchte. Er schreibt der Fantasie gesellschaftsbildende Kraft zu. In freier und kreativer psychischer Tätigkeit, jenseits der Unterscheidungen von Theorie und Praxis, aber auch jenseits der Logik, entstehen durch radikale Imagination neue Formen, neue Wesen. Es geht um qualitativ Neues, nicht um Fortschreibungen von dem, was es schon gibt, um ganz anderes. Und aus dieser schöpferischen Tätigkeit der Psyche speist sich das, was wir Realität nennen. Ob TTIP oder eine Landesregierung, ob ein GATT-Abkommen oder eine internationale Organisation wie die UNO, alles sind letztlich Produkte unserer Fantasie. Aber die Menschen, sagt Castoriadis, leben nicht in dem Bewusstsein, dass es sich um ihre Produkte handelt. Sie glauben, dass das fremde und objektive Mächte sind, denen sie ausgesetzt, ja unterworfen sind. Und weil wir uns dessen nicht bewusst sind, unterwerfen wir uns, statt Kraft unserer Fantasie eine andere gesellschaftliche Realität zu erschaffen. Eine Anleitung dazu, wie das gehen könnte, hat ein anderer großer Denker, der Schriftsteller Michael Ende, 1979 verfasst. Der fantasievolle Leser Bastian Balthasar Buchs rettet das vom Nichts bedrohte Phantasien, indem er der kindlichen Kaiserin einen Namen gibt: Mondenkind. Doch dann muss er zwischen Fantasie und Erinnerung eine Balance finden, darf sich nicht in der Fantasiewelt verlieren, sondern muss mit der darin gewonnenen Kraft die Erde zum Positiven verändern. Eine unendliche Geschichte statt dem Ende des Anthropozäns? Dafür plädiere ich. Allerdings als gemeinsamen Akt von vielen und nicht als einsame Reise. Die Wissenschaft, die ich hier vertrete, meine Damen und Herren, verfügt über sehr viele Daten, Modelle, aber ihre politische, gesellschaftliche Wirksamkeit ist bedauerlich gering. Es sind die Mittel der Kunst, die es uns erlauben, jene Fantasie zu kultivieren, die wir brauchen, um handlungs- und aushandlungsfähig zu werden. Miteinander, jenseits disziplinärer und anderer Demarkationslinien, können wir uns
auf dem Weg aus dem Zeitalter des Halbschattens machen.